Deutsche Welle. Kalenderblatt. 26. November 1942. Uraufführung von Casablanca. I have seen the picture recently, because there were years that I didn't see it at all. I saw a little piece of it. Ich habe Casablanca neulich zum ersten Mal seit langem wieder gesehen. In Amerika läuft er ja jede Woche im Fernsehen. Ich fand den Film immer noch ungemein temporeich. Es gibt nie Langeweile in Casablanca. Der Film hat wirklich alles, Heroismus, Romantik und viele fantastische Schauspieler in den kleinen Rollen. And it has everything from heroism, romanticism and the most wonderful actors in all the small parts. Die schwedische Schauspielerin Ingrid Bergman. Doch es war nicht allein die anrührend inszenierte Liebesgeschichte zwischen der schönen Antifaschistin Elsa Lund und dem aufrechten Barbesitzer Rick Blaine, alias Humphrey Bogart, die dem Film zu seiner Popularität verhalf. Denn nach seiner Premiere am 26. November 1942 wurde der Film erst einmal auf Eis gelegt. Aus gutem Grund kam Casablanca erst 2 Monate später in die US-Kinos. Nach dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten auf Seiten der Alliierten im Dezember 1941 hatten Filme, die sich gegen das nationalsozialistische Deutschland richteten, in Hollywood Konjunktur. Daher verlegte Warner Brothers, eine der großen Filmgesellschaften, den Kinostart zeitgleich auf den Abschluss der Konferenz von Casablanca am 26. Januar 1943. Jener Konferenz, auf der sich Winston Churchill und US-Präsident Franklin D. Roosevelt darauf verständigten, dass der Krieg nur zu Ende gehen könne mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, Italiens und Japans. Die PR-Aktion gelang. Casablanca hatte beim Publikum einen Riesenerfolg und erhielt 3 Oscars, darunter für den besten Film des Jahres 1943. 1992 hat Lorraine Bacall, die große Liebe und letzte Ehefrau Humphrey Bogarts, noch einmal die Geschichte von 1942 erzählt. Und sie stellt dabei die Frage, was uns seit all diesen Jahren nach Casablanca treibe, der Geist des Kriegspatriotismus, Intrigen und Gefahr in einem mysteriösen Wüstenlokal oder die Verzweiflung der Liebenden in die Falle gegangen in Casablanca. But just what has kept us coming back for 50 years? Is it the spirit of wartime patriotism? The intrigue and danger of the mysterious desert locale? Or is it the desperation of star-crossed lovers trapped in Casablanca? Es sind die geschliffenen Dialoge, die anspielungsreichen Pointen, für die Casablanca berühmt geworden ist. Und doch ist Casablanca ein Kinostreifen voller Klischees und Ungereimtheiten. Seine Aura hat das bis heute nicht beschädigen können. Zum Beispiel tragen die begehrten Transitvisa für die Ausreise nach Lissabon die Unterschrift Charles de Gaulle, also ausgerechnet des Mannes, der die französische Widerstandsbewegung gegen die mit dem NS-Regime kollaborierende Vichy-Regierung anführt. Und Viktor Laszlo, der gerade aus einem Konzentrationslager fliehen konnte, läuft ständig in einem gut gebügelten Tropenanzug der Pariser Haute Couture herum. Nicht zuletzt spiegelte sich im Casting des Films eine bittere Ironie der Geschichte wider. Die Emigranten aus Europa, die vor den SS-Schergen geflohen waren, spielten in Casablanca die Flüchtlinge und SS-Männer aus Deutschland. Für Humphrey Bogart geriet Casablanca zum eigentlichen Höhepunkt seiner Laufbahn. Der desillusionierte Abenteurer als Antiheld, zynisch abgeklärt, ein Mann der Tat, wie der französische Polizeipräfekt Louis Renault auf der Leinwand feststellt. Louis, wieso sind Sie der Meinung, dass ich interessiert sein könnte, Laszlo zur Flucht zu verhelfen? Weil ich, mein lieber Rick, den Verdacht hege, dass unter dieser zynischen Schale ein recht sentimentales Herz schlägt. So? Sie können ruhig darüber lachen, aber ich bin nun mal über Ihre Vergangenheit orientiert. Lassen Sie mich nur 2 Punkte herausgreifen. 1935 haben Sie Waffen nach Äthiopien geschmuggelt. 1936 kämpften Sie in Spanien gegen die Faschisten. 1952 gelangte Casablanca erstmals in die deutschen Kinos, allerdings gekürzt und durch die Synchronisation bis zur Unkenntlichkeit verfälscht. Alle Hinweise auf den Nationalsozialismus waren getilgt und die Figur des Widerstandskämpfers Laszlo hatte man flugs in einen norwegischen Atomphysiker verwandelt.